Heute bei Dietmar Hölscher zu Gast ist jemand, ohne dessen Name im Handel und E-Commerce gefühlt gerade nicht viel läuft. Er ist ein absolut konsequenter Macher. In jungen Jahren gründete er bereits eine E-Commerce-Agentur, mit der er sehr erfolgreich wuchs. Zur Hochzeit der Agentur wechselte er in den Handel, wo er von Matratzen über Fahrradfirmen alles Mögliche digitalisiert, auf den Kopf gestellt und modernisiert hat. Jemand, der trotz seiner unzähligen Erfolge immer noch auf dem Boden geblieben ist und heute unter anderem mit seiner Initiative Händler helfen Händler auch dem kleinen Einzelhandel eine Stimme in der Krise gibt. Begrüßen wir den einzigartigen Rose-Chef Markus Diekmann. Hallo und willkommen nochmal, Markus. Ja, danke. Danke für die tollen, motivierenden und inspirierenden Worte. Also echt super nett. Hat mich gerade ein wenig erröten lassen. Ja, hey, aber das ist doch eigentlich noch fast zu wenig. Du bist wirklich auf allen Kanälen zu sehen gerade. Hast wirklich in relativ kurzer Zeit den schon immer bekannten Rose-Fachhandel für Fahrräder. Ist eine Institution schon seit Jahren, ne? Also für den, der sich dafür interessiert hat. Da ist es ja nicht so, dass das jetzt ein Newcomer ist, der irgendwie erst ein paar Jahre am Markt ist, sondern tatsächlich ja schon viele, viele Jahre erfolgreich am Markt. Ja. Und dann bist du dazu gekommen, so vom Katalogversender, und hast einen, ja, ich sag mal, nochmal die nächste Stufe der Evolution für meine Begriffe in deiner typischen Art und Weise eingeläutet. Und ihr seid dann wirklich online richtig durchgestartet. Und zu dem Moment, wo ich dann so gesagt habe, da passiert gerade auf allen Ebenen etwas, ihr seid sehr erfolgreich, da komme ich gleich nochmal zu so ein, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, hörte ich dann, für mich zur Überraschung, aber auch nachvollziehbar, ihr geht auch wieder in den stationären Handel. Mhm. Erzähl doch mal, wie war denn so die Reise? So als du angekommen bist, das ist jetzt fast 2 Jahre her, ist es richtig bei Rose? Oder wie lange ist es jetzt schon her? Genau, 2,5 Jahre, darf ich schon sagen. Ich habe quasi, ist ja echt verflogen. Also ich denke, ich sage immer zum Beispiel, dass ich letztes Jahr so eine Ostsee-Tour gemacht habe, aber stimmt gar nicht, ich war schon vorletztes Jahr, weil mit meinem allerersten Bike, was Erwin Rose mir geschenkt hat, und ist 78 Jahre, Erwin ist der Gründer von Rose, und ich meine, wirklich geiler Typ, Skilehrer, Rennradfahrer, ist mit allen Größen in der Radsportbranche gefahren, ist da so der Netzwerkkönig gewesen, dann hat er aus einem kleinen Laden in Bocholt, und das war der erste große Meilenstein des Unternehmens, dieses krasse Unternehmen nämlich revolutioniert mit dem Katalog und war plötzlich die Bibel, die Bibel in der Radsportbranche. Mhm. Dann ging der nächste Schritt los mit Steffi, seiner Tochter, die 97 den Entschluss gefasst hat, das ganze Ding, Katalog ist super, Papa, aber langfristig nicht mehr, wir müssen jetzt den ersten Online-Shop machen. Damals noch recht statisch, weil man den Katalog nicht kannibalisieren wollte, also musste man die gleiche Preishoheit, halbes Jahr durften Preise sich null verändern und so weiter, also mit dieser ganzen Auflage. Das heißt, 2008 wurde dann auch E-Commerce professionalisiert, aber so lange hat man noch gebraucht, und 2011 ist jetzt die Entscheidung getroffen worden, es gibt gar keinen Katalog mehr. Mhm. Dann ist mit Thorsten die nächste Revolution gestartet, nachdem Erwin, Thorsten ist der Schwiegersohn, nachdem Erwin zum Katalog, Steffi in den E-Commerce den Einstieg gemacht hat, hat Thorsten dann das Gespür gehabt und hat gesagt, wir sind markenübergreifende Händler, das reicht in Zukunft nicht mehr, wir müssen echtes Brand werden, und hat dann quasi aus Rose, Rose Fahrräder, Rose Bekleidung, Rose Teile und Zubehör gemacht. Und damit den nächsten Grundstein, neben markenübergreifendem Handel zu sein, auch echte Marke und nicht nur Eigenmarke zu sein. Und dann ist mit Anatol die vorletzte Revolution passiert. Und Anatol ist ein Produktchef, der hat dann nämlich dem Ganzen nicht nur Funktion, sondern auch Design eingehaucht. Mhm. Und ich sage heute immer noch, hätte Anno das nicht mit Thorsten zusammen auch von dieser reinen Funktionalität weggebracht und auch die Designsprache eingebracht, hätten wir heute echte Probleme. Also das wirklich gut, diese Liebe zum Detail, diese coolen Produkte, das war die nächste Revolution. Ja, und dann ist dem auch sozusagen das geile Bike bei dem Hintergrund entsprungen? Ich meine, ist auch schon mal eine Farbe, das ist eine Ansage, ne? Cool. Das ist eine Ansage, die neue Bike-Bekleidung, die gerade raus ist, alles von Anno, also wirklich krasser, das neue E-Gravel-Bike ist der Hammer, das kommt von ihm, also sehr charakteristisch, alles ausgereizt, was an Carbon, im Carbon-Rahmenbau machbar ist, also wirklich schon cooler Typ. Ja, und dann kamen wir, und was dem Unternehmen fehlte, war Speed. Und die Welt ist schneller, sie ist dynamischer, es fehlte Speed auf der einen Seite und klar, Fokus. Beispiel, wir waren in 13 Ländern,
Nach 4 Wochen haben wir entschieden, wir gehen nur noch in 5. 13 Länder ein bisschen angreifen ist scheiße, das ist alles und nix. Und in 5 Ländern mit der gleichen Mannschaft richtig Speed und diese Märkte zu erobern, und das hat sich direkt im ersten Jahr ausgezahlt. Wir hatten zwar 8 Länder weniger, aber 25% mehr Umsatz. Mhm. Das war aber krass mutig natürlich, das lässt sich heute so leicht erzählen und ich bin froh, dass die damals auf uns gehört haben, auch die Familie Rose und alle. Aber wir hatten damals ja auch das Gespräch zu der Zeit parallel, da hattest du das ja auch direkt schon angekündigt. Ja. Da warst du dir aber ja trotzdem schon sicher gewesen. Ich meine, das war jetzt ja nicht, du hast mit den gleichen emotionalen, radikalen Worten das schon damals angekündigt. Und ich fand das auch gar nicht so radikal, sondern einfach nur konsequent. Ne? Das ist das, was ich von außen sehe, was sich halt auszeichnet, dass du nicht, also ich würde gar nicht mal immer so dieses Wort radikal in den Vordergrund stellen, sondern eher die absolute Konsequenz, dass du deinen Fokus hast. Ja, absolut. Get big, get specialized or get out. Mhm. Und das ist so wichtig gewesen. Und dann natürlich direkt Commerz gekauft, integriert und nicht gekauft. Ich glaube ja immer an Netzwerk und an Partnerschaften, sie zu Mitgesellschaften gemacht. Den gezahlt haben wir in Gesellschaftsanteilen. Und um gleichzeitig zu sagen, Erwins 78 sind super, seine 78 Jahre und sein Gespür für moderne Rennräder ist immer noch super. Aber dennoch brauchen wir hier eine Folgegeneration und darauf, dass wir die auch als Mitgesellschaft haben. Tim ist 33, Sepp ist 36, 38. Damit haben wir natürlich auch ein cooles Statement neben Thorsten und Steffi, auch für die Langfristigkeit dieser Firma. Mhm. Und damit haben wir natürlich eine Wahnsinnsrasanz entwickeln können im E-Commerce. Und wenn man mal sieht, nur mal 3 Beispiele. Wir sind von 10 Millionen Besuchern im Jahr auf mittlerweile 22 Millionen, nächstes Jahr 25 Millionen Besucher gestiegen. Wir sind, der ganze Shop ist in 2 Jahren auf links gedreht worden. Wirklich komplett und heute komplett KPI-driven. Das ist wirklich, wir arbeiten nicht mehr in Abteilungen, wir arbeiten nur noch in Teams. Und das ist kein Spruch, wie das viele sagen, sondern wirklich mit Vollgas, die dann da sitzen und alles KPI-driven auf Monatsziele. Schon sehr, sehr wirklich cool. Und jetzt kommt die nächste Rückwärtsrevolution. Denn ich glaube fest daran, der Kunde will nicht nur online, der will nicht nur offline kaufen. Wir müssen auf beiden Kanälen sein und auch das werden wir wieder mit einer konsequenten Hauruck-Aktion machen und werden innerhalb von einem Jahr von 14 auf 34 Stores wachsen. Okay. Und die dann hauptsächlich in Deutschland oder ganz Europa oder wie seid ihr aufgestellt? Wir werden 3 in Österreich aufmachen, Innsbruck, Wien und 3. weiß ich gerade, Klagenfurt. Wir werden 2 weitere in der Schweiz aufmachen, wir sind schon am Zürichsee, wir werden jetzt noch in Basel und Bern eröffnen. Und der Rest alles in Deutschland, bis auf einer, den werden wir in Holland, in Rotterdam oder in Utrecht eröffnen. Wir sind gerade noch in der finalen Beschlussfassung. Und alle anderen in Deutschland und damit werden wir in jeder größeren Stadt in Deutschland ab nächsten Jahr vertreten sein. Und, aber das ist ja wieder der absolute Wahnsinn. Normalerweise sagt man doch, wir testen das mal, einen großen Flagship-Store irgendwie in München, Hamburg oder was weiß ich wo. Und ihr macht dann sofort wieder Hauruck und Rums und seid dann tatsächlich so von 0 auf 100, ne? Ja, weil ich immer glaube, ich springe immer gerne erst den Berg runter und gucke dann, wie ich unten aufkomme und das Team zum Glück auch. Mhm. Und ich glaube, das Team ist mittlerweile so innovativ und so schnell, wenn wir merken, ein Laden läuft nicht, dann drehen wir halt auf links, bis er läuft. Verstehst du das meine? Und das können wir adaptieren, Test, Learn, Build, Bigger werden wir trotzdem anwenden, aber gleichzeitig mit der Hauruck-Aktion. Und ich glaube, das ist auch wichtig und auch das machen wir in einer engen Partner. Und wir probieren immer alles anders zu machen und auch so. Wir machen es nie alleine, wir glauben immer ans Netzwerk. Wir machen das mit dem ECE zusammen und das ist was ganz Besonderes. ECE hat jetzt mit ausgerufen, wir werden Ankermieter. Mhm. Und ECE, die es nicht wissen, ist Europas größte Centerkette und Centerbetreiber, gehört zu der Otto-Gruppe. Und das bedeutet konkret, wir haben uns auf ein komplettes, erfolgsabhängiges Modell committed, wo beide investieren, ECE und wir. Nicht einfach nur Mieter und Vermieter, sondern gemeinsam kämpfen wir für den Erfolg und wir gehen noch einen Schritt weiter. Du wirst in den Centern sogar eine Sonderfläche haben, wo unter anderem Rose-Artikel liegen werden und wir ein paar Freunde noch mitbringen, wo du 24/7 unsere Produkte mitnehmen und erleben kannst. Kannst du das denn, ich meine, du alles, was du erzählst, hört sich immer an wie so aus dem Markus Diekmann-Lehrbuch und das funktioniert auch alles noch wunderbar, die letzten Jahre schon, ja nicht nur hier, sondern auch schon in vorherigen Stationen. Du hast ja nicht die Welt komplett neu erfunden, sondern hast halt das Wissen, was eigentlich da ist, was viele Leute, wo sie einfach nur Angst haben, das auch konsequent anzuwenden, wendest du ja konsequent an. Ne? Das ist betriebswirtschaftlich gesehen alles, was du tust, hundertprozentig fundiert, egal wie wild sich das manchmal anhören mag.
Ist es nicht so, dass das andere, dass denen nur die Traute fehlt oder die Möglichkeiten oder auch das Netzwerk? Ist das alles? Sind alle Komponenten wichtig oder kann ich auch mit einem kleineren Netzwerk starten? Ja, also ich glaube, alles ist ja ein Anfang. Und wie du und ich uns auch damals die ersten Netzwerke... Guck mal, wie lange das gedauert hat, bis du und ich erstmal uns in Coesfeld kennengelernt haben, obwohl wir beide in Coesfeld wohnten. Ja, das ist ja verrückt. Wir kennen uns schon etliche Jahre. Und ich glaube, jeder sollte... Ich glaube, du solltest halt nur nicht... Weißt du, ich finde Rotary richtig gute Sache. Ich durfte letzte Woche auch im Rotary-Club Baumberge bei Coesfeld, durfte ich mal Rose vorstellen. Wirklich super Sache. Und gut da drin zu sein, aber das ist nicht mehr das Netzwerk, was du in Zukunft brauchst. Das muss man einfach sagen. Sondern du brauchst ein Netzwerk, zweimal mit denen Netzwerk heißt nicht immer mit denselben Leuten zu treffen, sondern immer thematisch, immer zu gucken, wer macht das schon und von dem zu lernen. Ja. Und das ist, glaube ich, das erste Wichtige. Dann glaube ich daran, dass fast sämtliches Wissen für den Change in einer Firma schon vorhanden ist. Und dann kommt das, was du sagst, die trauen sich einfach alle noch nicht. Weil es gibt immer, die wollen alle nur immer diesen Mini-Change, Bereiche wegzuschneiden. Selbst in so vielen Unternehmen gibt es Bereiche, also dieses Pareto-Prinzip, möchte gar nicht drauf rumreiten, ne? Aber das ist doch so einfach, das ist so bekannt. Und dennoch schneidet niemand diese 20% ab. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich sage immer, weg mit dieser Scheiße. 20% weg, die 80% Komplexität auslöst, weg damit. Also verabschieden wir uns und Aber dann machst du dir ja auch nicht nur Freunde, oder? Ist das intern alles so gemütlich abgegangen? Ich könnte mir doch auch vorstellen, dass der eine oder andere so ein Bewahrer ist, also jetzt gar nicht, um das negativ zu sehen, sondern sagt, naja, das haben wir immer so gemacht, das hat ja funktioniert und jetzt kommt da jemand und dreht den Laden auf links und das nicht nur einmal, sondern so lange, bis es halt funktioniert. Absolut, das darf man, bei Rose, also Rose ist eine Ausnahme, weil Rose krass transformationsbereites Unternehmen ist. Also da gibt es auch ein paar, das sage ich gleich noch was zu. Aber ansonsten muss man sagen, vielleicht liegt es am Fahrradsport, vielleicht liegt es, weil sie vom Fax zum Katalog, zum Onliner, zum Marke, weil die schon immer so transformationsbereit waren. Das ist wirklich ein Sonderfall. Ich würde das sagen, das kann man jetzt nicht einfach auf alle übertragen, so wie bei Rose, wie offen diese Rose-Welt ist. Die habe ich doch nicht reingebracht, die war einfach schon offen. Da muss man natürlich sagen, ich bin dennoch kein, und ich meine, da mache ich auch kein, ich glaube, ich bin ein sympathisch netter Typ, aber ich glaube, ich bin auch relativ klar. Und ich habe immer schon gesagt, also zwei Dinge. Veränderung ist keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit. Keine Kritik an der Vergangenheit. Es ist eine Notwendigkeit für die Zukunft. Das ist das Erste. Das heißt, ja, ich verstehe, dass du es bewahren willst, aber ist mir ehrlich gesagt scheißegal. War alles richtig in der Vergangenheit, super, aber es reicht nicht mehr für die Zukunft. So, ja. Und du kannst mitgehen oder du kannst es lassen. Wenn du sagst, ich möchte mitgehen, verstehe das neue Thema nicht, kein Problem. Wir helfen dir, wir coachen dich, auch 10-mal, überhaupt kein Problem. Sagst du, ich möchte bewahren und will mich dagegen sträuben, bist du raus. Ganz einfach. Ja. Und auch da muss man sehr klar sein. Ein Change erlaubt keine Kompromisse auf Basis von Befindlichkeiten. Und das habe ich schon sehr, sehr häufig in Interviews gesagt, das sage ich immer wieder gerne, die meisten stoppen Changes wegen Befindlichkeiten Einzelner. Und wenn das Wohl der Allgemeinheit auffällt, weil ein Einzelner sich auf die Füße getreten hat, dann raus damit. Ja. Und das muss man einfach aussagen. Und manchmal ist es auch gut, dass Leute rauskommen, weil es auch für den meistens gut ist. Es wäre nicht mehr der. Damit war trotzdem der Richtige zur richtigen Zeit oder die Richtige zur richtigen Zeit und jetzt halt der Falsche oder die Falsche. Und dann ist für sie auch manchmal besser oder ihn in der neuen Position vielleicht auch sein neues Glück zu finden. So das ist ja auch tatsächlich vielleicht eines deiner Erfolgsgeheimnisse, so ein bisschen auch der Mut. Ich meine, wie gesagt, wie du das schon gesagt hast, ne, du hast, es ist klar, es ist fundiert, das, was du tust. Und ich muss das jetzt einfach nur mutig durchziehen. Und du kannst immer mutiger werden, weil du hast es ja schon 30 Mal probiert und es hat immer funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Mehr oder weniger, aber am Ende des Tages doch, ne? Ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, weißt du, meine Eltern haben mich immer so erzogen. Finde ich verrückt, ist jetzt auch nicht. Ich möchte, weißt du, guck mal, du weißt selbst, ich hatte nicht den einfachsten Start in meinem Leben, dann habe ich diese tolle Familie bekommen und habe unglaublich Glück und mit unglaublich viel Liebe überschüttet worden, zwei tolle Brüder und meine Eltern haben immer gesagt, macht jeder, was er will, Hauptsache seid glücklich, ganz egal, ihr könnt Friseur, Kindergärtner, Zahnarzt, Astronaut, Müllmann, was immer ihr wollt. Ja. Eins ist sicher, für uns ist das gar nicht wichtig, Hauptsache ihr seid glücklich und die Tür steht für euch immer auf. Somit hatte ich noch nie Schiss, von der Seite aus zu verlieren, weil ich dachte, wenn ich pleite gehe, joggen kann ich immer und zurückkehren zu meinen Eltern kann ich auch immer. Super. Ja. Ich habe fast nur Freunde aus mein engster Freundeskreis, der ist seit dem Kindergarten da. Dem interessiert es auch nicht, ob ich
in der Kapital zum dritten Mal steht oder im Manager Magazine oder sonst irgendwo, die sagen nur grill die Wurst und fertig. Und die Wurst werde ich mir in allen schlechten und in guten Zeiten leisten können. Also das kriege ich auch hin. Also von der hatte ich keine Angst davor. Und ich glaube, ich finde, was ich so krass finde, das geht dir ja auch so, ich finde das so krass. Es gibt, ich gucke so oft schwarz-weiß auf die Dinge, nicht so in der Mitte. Mhm. Und für mich ist manchmal so logisch, wenn wir das noch 3 Jahre weitermachen, sind wir am Ende. Egal ob in IT-Entscheidungen oder sonst. Und ich kann es nicht verstehen, das macht mich wirklich wahnsinnig, wenn man es weiß, dass man das nicht verändern will. Und wenn ich es weiß, es wird so sein, wird es morgen verändert. Und das mit einer Radikalität. Und von der weiß ich auch gar nicht, ob es so mutig ist. Häufig ist genau wie du sagst, bei den meisten Dingen, das war klar. Ich meine, wenn du 8 Länder hast, die nicht gut laufen, dann schneid sie ab. Und wenn du gleichzeitig deine 5 Kernländer deswegen vernachlässigst, veränder's. Ist es denn auch, dass diese Klarheit es nachher auch so einfach macht, dann so immer auch diesen neuen Weg zu gehen? Du sagst ja, du machst das immer alles etwas anders. Ich habe mich total gefreut für euch, als du dann die ersten Kooperationen bekannt gegeben hast mit Manuel Neuer, ne, mit der Frau Kerber. Das sind ja Dinge, die für eine Marke wie euch zu dem Zeitpunkt, wo ihr das schon gemacht habt, das war ja schon bahnbrechend, ne, wie ihr das gemacht habt. Und auch da, wir haben uns die Testimonials ausgesucht, die zu uns passten, die das nicht des Geldes wegen gemacht haben, denn wir konnten sie uns gar nicht leisten, das muss man einfach faktisch sagen. Ja. Die, und auch da, auch das haben wir partnerschaftlich gemacht und Manuel Neuer ist leidenschaftlicher Rennradfahrer, Angelique Kerber liebt Fahrrad, die nimmt das zum Vortraining und zum Nachtraining und Felix Neureuther ebenfalls. Seine Frau ist krasse Mountainbikerin und die fahren jetzt immer zusammen und so weiter. Also passen alle Leon Dreiseite. Aber natürlich geben wir denen auch etwas zurück. Und das, was wir denen zurückgeben, ist nicht nur Leidenschaft und ein cooles Miteinander, sondern auch, wie funktioniert die Digitalszene? Wie funktioniert Unternehmertum? Denn alles das sind auch Unternehmer am Ende des Tages. Und auch da teilen wir unser Wissen und die teilen ihr Wissen. Auch das ist immer ein Geben und Nehmen in der Gemeinde. Und das ist auch wieder eine völlig neue Art und Weise, wie du mit Testimonial zusammenarbeitest. Ja. Ich fand das wirklich sehr beeindruckend. Kannst du denn zum Schluss vielleicht nochmal so dem ein oder anderen Zuhörer nochmal so einen Tipp mitgeben? Weil ich häufig höre, ach ja, wir wissen, was wir tun müssten, aber wir tun es noch nicht. Hast du nochmal so in deiner typischen Art nochmal so einen schönen radikalen Spruch, krieg den Popo hoch? Oder was ist sozusagen das, was du jemandem mitgeben kannst, der heute mit seinem Unternehmen, egal wo er steht, ob er im Handel steht oder in der Produktion steht, ja kurz vor der Schwelle eines Wandels da ist? Ne? Was kannst du dem empfehlen? Ja, 2 Dinge. Erstens, wir lieben Ownership und Leadership. Und wir haben ja gestern in der Pressekonferenz durften zum ersten Mal Thorsten und ich haben selber nur 5 Minuten was vorgestellt, 100 Journalisten im Raum. Und dann haben wir nur noch unsere Mitarbeiter sprechen lassen, weil das sind die, die das taktische und operative Business machen. Aber das Strategische, was wir machen, ist keine Demokratie. Das ist nicht Ownership und Leadership. Was wir machen, ob wir nach Holland gehen und den ersten Store eröffnen, Geschäftsführung. Wie wir das machen, Tim Böker und sein Team. Das ist ein Riesenunterschied. Die meisten meinen nämlich, wir demokratisieren alles und Demokratie führt dann am Ende zu gar nichts. Ja. Demokratie ist super, aber in solchen Prozessen viel zu langsam. Zweitens, kill your company every day, denn es ist viel besser. Du tötest und wandelst dich neu, als wenn es dein Wettbewerb tut. Und ich würde immer lieber das bevorzugen. Und dann, tritt einfach schneller in die Pedale und mach es einfach, was du schon immer machen wolltest. Klasse. Also mal wieder sehr total inspirierend tatsächlich und ich hoffe, dass da so der ein oder andere auch was raus mitnehmen kann und nochmal, also mein absoluter Glückwunsch, was ihr da auf die Beine gestellt habt, du und das Team, ne? Also rund um die Familie Rose und vor allen Dingen auch die du alle mitgebracht hast. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und ich hatte mal so die Idee vor ein paar Monaten, naja, irgendwann rauscht sich das auch mal so ein bisschen aus, aber tut es ja wahrhaftig einfach gar nicht. Ne? Also es geht ja immer dann, wenn man denkt, ihr seid schon auf einem gewissen Level, kommt noch was obendrauf. Also finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und es kommt noch. Wir haben noch ein paar Dinge gestern gar nicht verkündet, die noch, noch ist die Geschichte nicht auserzählt. Wir werden auch weiter drüber nachdenken, in unserem typischen, auch da wieder partnerschaftlich, wie können wir Material weiterentwickeln und alles. Und ich bin mir sicher, dass jeder überrascht sein wird, dass wir mit einem großen Konzern auf Augenhöhe gemeinsam als kleines Unternehmen die nächste bahnbrechende Geschichte in spätestens 3 Monaten verkünden werden. In 3 Monaten. In dem Tempo weiter so. Danke, Markus, für das Gespräch. Ja, danke.
Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer D-Commerce-Blog.